Willkommen beim Gitarre. Mein Name ist Deshard und heute zeige ich dir, wie du schnell und einfach Gitarre lernst. Also schnapp dir deine Axt und lass uns gleich loslegen. Hi Leute, willkommen beim Gitarre. Mein Name ist Deshard und heute gucken wir uns die Rare-Techniken an. Mich haben in letzter Zeit ein paar Schüler darauf angesprochen, die haben ein paar Videos gesehen, wo extrem krasse Sounds gemacht wurden. Sind von Gitarristen und da dachte ich mir, okay, ich ziehe das mir mal rein und ja, erkläre es euch auch und versuche es so weit wie möglich zu erklären. Es gibt echt so abgefahrene Sounds, da braucht man echt auch ganz krasse Gerätschaften dafür. Also wenn man irgendwie zwei, drei Effektgeräte da rüberhaut und diese Sachen macht, dann klingt es noch geiler. Aber ich erkläre euch mal die Standards. Wir fangen an mit Nummer 1. John Five nennt es Behind the Nut Band und es gibt noch ein paar Versionen davon. Am coolsten ist natürlich, wenn es gezerrt ist. Ich werde es aber erstmal ohne Zerre machen, damit ihr so ein bisschen standardmäßig hört, was ich überhaupt mache. Und zwar, eine Möglichkeit ist das hier zu machen. Ihr spielt einen Hammer-On und bandet jetzt hier hinten. Ja, man muss extrem aufpassen, dass bei diesen ganzen extremen Sachen nicht die Gitarre sich total verstimmt. Also gerade als ich den Anfang aufgenommen habe. Da war am Ende echt schon komplett verstimmt jede Seite, weil ich hier rumgedrückt habe, wie ihr gesehen habt. Die Technik ist eigentlich, man braucht zwei Sachen. Man braucht ein bisschen Kraft hier, dass man den Hammer-On macht. Das Problem ist, wenn man nur die Seite spielt, ja, es geht schon, aber meistens ist der Ton schnell weg. Nochmal. Ja, es geht eigentlich hier. Ich finde es am coolsten mit dem Hammer-On und also Legato-Pull-Off. Ja, wenn man hier noch ein bisschen Echo draufhaut und ein bisschen Zerre. Ja, merkt man, das noch ein bisschen extremer, das ganze Zeug. Also das wäre eine Möglichkeit. Ich zeige das nochmal. Also ihr spielt eine Note. Wir spielen mal hier einfach den siebten Bund der G-Seite. Jetzt gehen wir mit dem anderen Finger, entweder mit dem Daumen, gehen wir an die Seite dahinter, also gleiche Seite, nur hinter dem. Und ziehen die runter. Ja, ihr merkt. So, nochmal. Oder, das tut mir schon im Daumen weh, merke ich gerade. Oder ihr zieht mit dem Zeigefinger die Seite einfach nur hoch. Ja, geht ein bisschen leichter. Und jetzt kommt das nächste. Ihr hämmert auf den neunten Bund mit dem Ringfinger. Und Pull-Off, also Standard-Legato. Ja, das kann ich jetzt ewig fortführen. Und jetzt macht ihr genau dasselbe hier. Oder mit dem Daumen. Ja,
Also ihr müsst echt aufpassen, wenn ihr hier unten hochzieht, dass ihr nicht, ich habe gerade meine Fingernägel geschnitten, deswegen tut es so ein bisschen weh, wenn die Seite unter die Fingernägel geht und die Haut da wegreißt. Da müsst ihr aufpassen. Jetzt kommt noch die zweite Methode, die finde ich persönlich angenehmer, und zwar die John 5 Behind the Nut Band. Das heißt, gleiches Ding, ihr spielt wieder den siebten Bund der G-Seite. Und das Problem ist, wenn ihr hier einen Floyd Rose habt und hier alles abgeknippt habt, dann geht es leider nicht. Dann müsst ihr mit dem hier weitermachen. Ansonsten alle, die hier kein Floyd Rose haben, können hier praktisch auf die Saiten drauf drücken. Und das klingt dann so. Also eigentlich relativ ähnlich. Ja, ist fast wie so ein Banding. Das gleiche geht auch mit dem Legato. Seite drunter geht auch. Ja, wie gesagt, man muss aufpassen. Noch geht's, aber man muss echt aufpassen, dass die nicht total durch sind. Und auch mit Zerre natürlich klingt es noch cooler. Ja, total abgefahren. Ja, ihr merkt jetzt schon. Ja, jetzt wird es schon langsam unstimmiger an der Gitarre. Was ihr auch noch machen könnt, ist Flageolets zum Beispiel spielen, also hier auf dem siebten oder fünften Bund. Wer noch keine Flageolets kann, ich glaube, ich habe ein Tutorial darüber gemacht. Einfach nur den Finger über den siebten Bund G-Seite rauflegen, ganz weich, ganz leicht und anspielen. Ja, habt ihr Flageolet. Ja, also einfach hier runterdrücken. Ich garantiere nicht, dass die Saite nicht springt. Ja, jetzt merkt man ganz deutlich, die Gitarre ist schon leicht schief. Ich werde sie mal nicht stimmen, brauchen wir erstmal nicht. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit dieser Technik. Das heißt, die Behind the Nut, hier wäre die Nut, das ist Behind the Nut, die andere Technik, also die hier, weiß ich gar nicht, wie man die nennen könnte. Aber schon ziemlich geil. Ich habe es ein, zwei Mal live gemacht. Es kommt schon echt gut an, wenn man dann irgendwie ein cooles Solo spielt. Ja, jetzt klingt es natürlich echt furchtbar, weil die Gitarre verstimmt ist. Aber normalerweise hat es einen geilen Effekt. Man muss mal ein bisschen üben, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Deswegen fallen mir auch ein paar Sachen so ein bisschen schwieriger, gerade mit den geschnittenen Fingernägeln. Aber ansonsten ist es eine sehr, sehr geile Technik. Eine Sache, die ich euch noch zeige, auch mit den Screams kann man es genauso machen. Ja, ich mache mal hier ein bisschen Drive mehr auf meinem OCD. So, los geht's. Ja, merkt man ein bisschen krasser. Ja, der Weg ist natürlich ein bisschen lang, also umso mehr Zerre ihr habt. Ich habe jetzt gar nicht so viel Zerre mit dem OCD. Aber umso krasser euer Sound ist und umso mehr Delay ihr zum Beispiel. Also auch gerade mit dem Delays hier klingt es echt geil. Ja, also total abgefahrene Sounds kann man damit kreieren. Auch vielleicht einfach für einen Song, wo man sagt, ich meine jetzt irgendwie so was Abgefahrenes und haust in den Song, es kommt immer wieder. Denn es klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ja, nicht, wie kann man sagen, nicht unbedingt harmonisch, aber es kann in einem Song echt ein sehr geiler Effekt sein. Also einfach mal ausprobieren, wie gesagt, einmal mit Pull-Offs hinten, hier. Ja, ausprobieren. Und ja, falls euch das gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, like den Channel. Gebt mir ein Abo, bald sind es 10.000, mega cool. Ist zwar weit weg von Yassi, die jetzt mittlerweile 130.000, glaube ich, hat. Wow, also nochmal Gratulation. Aber wir schaffen die 10.000 und ich werde euch weiter coole Tutorials liefern. Wie gesagt, ein bisschen was Abgefahrenes in nächster Zeit, weil ich gemerkt habe, dass diese Tutorials à la Wonderwall und, hat schon jeder gemacht. Also ich werde trotzdem noch ein paar machen, weil ich gerne einfach ein paar Songs so ein bisschen mit eigenen Sachen spiele, gerne Techniken an Songs erkläre. Aber rein nochmal zu zeigen, wie AC/DC geht oder sowas, dann da gibt es echt viel coolere Leute und zieht euch die rein. Nee, aber wenn ihr ein bisschen mehr Experimentelles in der nächsten Zeit hören wollt, dann bleibt auf jeden Fall auf dem Channel und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Stay tuned, Desart.
Ja.